unsere Spielvorbereitung, wie die aussieht. Wir kommen das Aufgebot über, dann schauen wir, was wir pfeifen dürfen. Am Spieltag selber schauen wir vielleicht noch die Tabellen an. Fahrt dorthin. Wir schauen, dass wir etwa eineinhalb Stunden vorher dort sind. Dann eine Stunde vorher ist ein Schiri-Meeting, wo wir dann Teams und Spielsekretariat kennenlernen und das Wichtigste besprechen. Ziehen wir uns zurück, kontrollieren das Matchblatt. Kontrollieren. Dann gehen wir noch kurz an die frische Luft. Ein bisschen den Kopf durchlüften, einlaufen und dann fängt schon gleich das Spiel an. Ja, die wichtigsten Punkte noch schnell besprechen. Und dann Fokus auf die beiden Teams. Was macht für uns die Faszination Schiedsrichter aus? Also für mich ist es sicher eine zusätzliche Lebensschule, denke ich. Mit den Spielern, Trainer, ganzen Staff umgehen, ist situativ eine Herausforderung. Hektische Situationen musst du viele Sachen gleichzeitig können entscheiden, richtig entscheiden. Ich denke, das ist sicher eine riesige Challenge von Spiel zu Spiel. Jedes Spiel ist auch anders. Jedes Drittel kann anders sein. Und das ist die Herausforderung grundsätzlich. Ja, und wir probieren alle im gleichen Boot zu haben, mit allen Teilnehmern, dass man ein schönes Spiel miteinander hat. Und vor allem eben, lernst du wirklich fürs Leben mit schnellen Entscheidungen. Du musst hinter deinen Entscheidungen stehen können, du musst es durchsetzen. Es gehören so viele Facetten mit rein, die eigentlich Aussenstehende gar nicht mitbekommen. Und es ist eine sehr grosse Herausforderung. Man muss auch akzeptieren, dass man es meistens nicht allen recht machen können. Aber das gehört dazu. Und wenn man mal einen Fehler macht, dann geht wieder abhaken und vorne schauen. Ja, es ist eine Challenge, ja, oder? Manchmal. Ja, logisch. Und eben, es gehört so viel dazu. Du musst ja so viel denken, wenn es nur bei einer Strafe ist. Und du lernst wirklich fürs Leben. Schiedsrichter würde mir mit auf den Weg geben, nicht gerade irgendwie den Kopf ins Sand stecken. Es ist wirklich ein Prozess. Ja, bei unserem ersten Spiel ist, oder auch jetzt, läuft nicht immer alles so, wie wir das eigentlich wollen. Aber heben durch, haben Freude daran, wirklich, wenn es mal schwierige Momente wird geben. Kühlen Kopf bewahren. Ja, Krone richten, vorwärts schauen. Und dann kann das sehr eine schöne Sache werden.